35, das reicht. Erstmal Stein. Ich würde noch mal ein bisschen Stein sammeln gehen. Ich esse noch mal ein paar Beeren. So, Stein, sagst du, ne? Irgendwo war ja hier auch das Dorf. Oh, kann ich das? Warte. Oh, Fasern. Sehr schön. Fasern brauchen wir ja auch, ne? Soll ich vielleicht mal mitnehmen? Hier ist Stein. So, Stein nehmen wir mit. Und dann bauen wir gleich mal eine Kiste. Ich hoffe, ich kann da in der Kiste Nahrungsmittel reinlegen. Wir probieren das einfach mal aus. Oh, hier ist nochmal Clay. Sehr schön. Also Lehm. Lehm nehmen wir mit. So, noch hier irgendwo Stein. Da geht's zu einer Brücke. Da wollen wir nicht hin. Aber wir werden bestimmt noch Stein finden. Das ist jetzt nicht so, ne? So, warte. Du. Da, guck mal einer an. So, Spiel gespeichert. Sehr schön. Steine haben wir. Das geht später natürlich auch wesentlich schneller wahrscheinlich, wenn wir dann bessere Werkzeuge und so haben, weil wir können ja unsere Werkzeuge leveln, upgraden. Hier ist, glaube ich, die Stadt links. Da haben wir gerade die Tore der Stadt gesehen. Da haben wir auch noch Quests und so, ne? Da müssen wir mal gucken. Dass wir da mal ein paar Quests annehmen demnächst. Da ich ja dem Englisch nicht so mächtig bin, hoffe ich mal, dass da irgendwann mal ein Deutsch-Update kommt. Und dass wir uns da irgendwie durchackern durch die Quests. Ansonsten müsst ihr mir da ein bisschen helfen, ein bisschen unterstützen. Schreibt mal fleißig in die Kommentare. Ach so, da fällt mir gerade was ein. Apropos Lens Island. Ja, ich weiß, die Folge 2, glaube ich, damals war es gewesen. Vor längerer Zeit. War es Folge 2? Ich glaube, ja. Das ist genau dieselbe wie Folge 1, glaube ich. Ich habe da ein bisschen Kacke gebaut. Da ist ein bisschen was schief gelaufen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr seid gnädig und verzeiht mir. Und ja, nehmt die Entschuldigung an. Nein, machen wir nicht. Und ja. Und hofft, dass ihr trotzdem und ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß habt mit mir hier. So, jetzt lass mal gucken. Das können wir nicht. Ich guck mal, hier ist noch irgendwo Stein. Dass man das nicht abbauen kann, finde ich komisch. Hätte man ruhig machen können. Okay. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Glas können wir auch mal gut finden. Ich glaube, Glas lag hier, glaube ich, sonst auch immer irgendwo rum. Am Strand. Hier ist die... Hier sind die Stadtmauern. Oh, hier ist Clay. Und dann gucken wir erstmal, was wir machen können. Haben wir eigentlich irgendwie eine Quest? Nee, ne? Haben wir nicht, oder? Null. Ah ja, Skillpoints geht ja auch. Stimmt ja. So, hier können wir bauen. Nahrung. Achso, was wir alles an Nahrung gesammelt haben. Oh ja, wir hatten Pfirsiche mal gesammelt. Oh ja. Oh, oder Aprikosen. Mmh, lecker, lecker, lecker. Lecker Aprikosen. Mmh. Na. Sag mal. So, jetzt aber. Und dann würde ich sagen, fitschen wir jetzt nach Hause. Blub, blub, blub. Oh, Stone Full. Ernsthaft? So, wir stehen kurz vorm Level-Upgrade. Wir sind Level 5. Hier unten sieht man es am Bildschirmrand. Oh, hier ist auch nochmal Stone. Nein. Bin ich da gerade echt glatt vorbeigelaufen? Wahrscheinlich, ne? Und hier ist auch Clay. Clay haben wir doch bestimmt auch Platz, ne? Ja, Clay haben wir noch Platz. Sehr schön. Und Holz haben wir doch bestimmt auch noch Platz, oder? Sehr schön. Blub, 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 blub. Was wir haben wir. Jetzt auf dem Rückweg kann man das nochmal machen. So. Dumm, dumm, dumm. Haben wir wieder 30. Da ist Clay. Clay! Clay, ich komme. Das ist aber neu gespawnt. Das war gerade nicht da. Weil hier der Baumstamm ist und ich kann mich entsinnen, wie wir hier lange laufen sind, war hier nichts. Also respawnt das auch alles schön. Sehr gut. So, die Nacht ist, glaube ich, gleich auch vorbei und wir sind soweit. Oh, da leuchtet's. Können wir das ernten?
blueberries grow perfect, so ready to harvest. Pick them quickly. Oh, wie geil. Ja. Oh, das leuchtet, wenn das fertig ist. Das ist ja geil. Wie pflanze ich denn hier nochmal was ein? Plant all. Oh, geil. Ich muss gießen, ne? Oh ja, wir müssen gießen. Ich hole mal eben ganz schnell unsere Gießkanne, die ich mal hier drauf packe. Ich weiß nicht, wo er die Bären jetzt hingepackt hat. Habe ich die im Inventar? Jo, habe ich. Aber die kann ich hieraus nicht essen, ne? Die kann ich hieraus nur rausziehen und so. Oh, Brot und alles. Oh, ein Fisch. Oh, wir müssen unbedingt angeln. Wir müssen unbedingt angeln und wir müssen auch ein paar Tools ablegen, damit wir hier zwischendurch vielleicht mal was essen. Aber erstmal würde ich sagen, füllen wir mal eben schnell auf. Nein, hör auf da rumzuschlagen, Mann. So, Holz wird auf jeden Fall sehr voll gerade. Stein sehe ich auch uns ganz weit vorne. Sehr schön. Ich glaube, da wird es auch ein bisschen voll. Und jetzt mal eben kurz gucken mit der Gießkanne. Ist die voll? Kann ich gießen? Nein. Ich glaube, ich muss die auffüllen. Ne? Wie fülle ich die denn auf? Wie war das nochmal? Ach, Kuh? Nein, uah. Wo gießt du denn hin, Mann? Ach so, einfach ins Wasser laufen, dann ist sie voll. Okay, ich werde mal eben gießen. Ah ja, sehr schön. Juhu. Da sieht man es jetzt. Hier ist so ein bisschen hellblau unten. Und wenn ich jetzt ins Wasser laufe, müsst ihr mal drauf achten. Schwupps, ist wieder voll. Sehr schön, dann packe ich die mal weg. Gut. Okay, so, weg damit. Ich brauche die Angel. Ich würde angeln gehen. Ich probiere das mal aus. Ich packe das Schwert mal gerade weg. Wir brauchen das Schwert, glaube ich, zum Kämpfen eh gerade nicht. Dann haben wir zwei Plätze frei. Ich würde mal angeln ausprobieren. Beziehungsweise, lass uns mal schlafen. Ja. Ah, so. Es regnet. Ich würde... Ach so, ich wollte eine Kiste bauen, ne? Siehst du? Das fällt mir gerade ein. Dazu brauchen wir Steine und Holz. Nimm mal ein bisschen Holz mit und ein bisschen Stein. Oh, Stein, wir brauchen noch viel, viel mehr Stein. So, dann lass mal gucken. Kiste. Da. Die würde ich natürlich drin bauen. So, warte. Achso, die Fackel kann ich ja ausmachen. Die brauche ich ja gerade nicht. So, eine Kiste. Ich würde die Essenskiste einfach mal... Ich sollte eigentlich schon eine zweite Etage bauen, ne? Eigentlich. Wäre, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, ich packe die hier so hin. So, und jetzt mal gucken. Kann ich jetzt hier... Nahrung kann ich jetzt hier nicht reinpacken, oder? Mist, hätte ich mir sparen können, die Kiste eigentlich. Kann ich die abreißen? Wie reiße ich die denn ab? F. Nein. Kann ich die abreißen? Okay, wir kriegen die Sachen wieder. Zumindest ein paar, glaube ich. Okay, aber wo packe ich denn Sachen? Also, nein, hör auf damit. Kann ich... Kann ich denn Essenssachen nicht irgendwo anders reinpacken? Oder brauchen wir dafür... wir brauchen bestimmt andere Sachen dafür zum Unterbringen. Wir kriegen bestimmt später noch, irgendwelche anderen Sachen. Oh, ein Brunnen für Wasserressourcen. Das ist ja auch schön. Möbel. Wooden Building Stone. Special Items. Gut, solange wir das hier drin haben, ist mir's egal. Ist zwar kein guter Zeitpunkt zum Angeln, aber, weil es gerade am Regnen ist, aber ich muss sagen, ich würde sagen, wir angeln mal eine Runde. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Wir probieren es mal aus.
Ich habe keinen Plan. Ich würde es mal testen. Nein. Habe ich oder habe ich nicht? Ich guck mal. Jo, habe ich. Juhu. Ein Small Heringfisch. Caught in the ocean. In the ocean. Sammeln wir mal ein paar Fische. Die bringen bestimmt gut zu essen, oder? Oh, Metall habe ich bekommen. Also man kriegt nicht nur Nahrung, während wir hier rumangeln. Ich frage mich... Ich frage mich, warum dann das Metall sich geweigert hat, rauszukommen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Gut, das Angeln ist relativ einfach. Man muss genau im richtigen Moment den Kreis, muss man drücken. Also hier muss man dann drücken, dann, wenn das erscheint. Juhu, drei Fische. Oh mein Gott. Wir werden niemals Hunger leiden müssen. Ich frage mich, ob man später auch Kleidung kriegt. Also andere Kleidung. Es wäre noch voll witzig, wenn noch ein paar mehr Survival-Aspekte kommen. Wie trinken zum Beispiel auch noch. So. Jetzt haben wir 6 insgesamt, ne? Ich würde die mal... Oh, geht das mit dem Feuer überhaupt? Input. Fisch. Geht das jetzt? Ist ja jetzt... Ah, das geht nicht, ne? Ah, weil es regnet. Ich frage mich, ob wir... Ich pack mal die Angel weg. Ich frage mich, ob, das ist ja eine Raffinerie. Da kann ich ja, glaube ich, keinen Fisch... Nee, okay, alles klar. Das ist eine Raffinerie. Mann, es soll mal aufhören zu regnen. Oh, wir können was ernten. Oh, ich sehe es gerade. Oh, wir haben neue Seeds bekommen. Oh, warte mal. Marigold Seed, plant all. Gegossen wird's ja gerade. Sehr schön. Tab. Wir können leveln. Was leveln wir denn? Achso, 2 Points brauchen wir dafür. Was haben wir denn alles? Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das kostet 4. Das haben wir nicht. Unlocked. Unlocked, unlocked. Da brauchen wir 4 Punkte. Okay, wir brauchen also ein paar mehr Punkte. Das ist mehr Leben. Das ist Angriffsspeed. Base Damage. Resource Gathering Damage. 20% also bei den Baumfällen und so mehr Damage. Harvest Full Grow Up. Oh, geil. Shieldwire minus 50%. Oh. Keep Backpack Inventory on Death. 25% Chance. Gut. Wir müssen also ein bisschen sparen. Achso, das sind unsere Skills aktuell. Sehr schön. Gut, das heißt, wir müssen ein bisschen sparen mit den Skill Points. Die Frage ist, was machen wir jetzt Schönes? Bei der Raffinerie können wir herstellen... Was können wir denn herstellen? Mit den Kristallen und den ganzen Kram. Habe ich irgendwie sowas? Habe ich gar nicht. Das habe ich. Was auch immer, dass man damit machen kann. In der Raffinerie. Aber das geht ja gar nicht. Hier kommen andere Sachen rein. Das ist nur Tools, ne? Okay. Oh, es hört auf zu regnen. Geil. Erstmal Fisch brutzeln. Warte. Dann probieren wir aus. Lightning. Wie geil, dass das einfach beim Regen nicht funktioniert. Das ist halt so heftig.
Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Oh, schon fertig. Das geht ja relativ flott. So, dann brutzeln wir uns mal ein paar Fischchen. Exciting. Oh, wir müssen ein bisschen Holz reinpacken. Moment. Ich bin sofort da. Nehmen wir mal die 15 mit. So. Später kriegen wir bestimmt einen Ofen. Da wette ich mit. Dann brutzel ich den anderen Fisch auch. Dann können wir den essen. So. Schwupps. Und dann packen wir den jetzt rein. Die 6 Stück. Der braucht länger, oder? Oh ja, der braucht sogar 2 Holz. Ui, der braucht auf jeden Fall länger. Da geht das Holz dahin. Den Baum würde ich gleich mal fällen hier. Too far. Too far, too far. Okay, das kann ja eigentlich automatisch. Ich muss ja nicht zugucken die ganze Zeit. Ich fäll den mal, den Baum. Na toll. Ich weiß gar nicht, ob man. Schwimmen kann man, glaube ich, nicht, ne, oder? Ich glaube, ich hatte das schon mal ausprobiert. So. Das wird nicht reichen, das weiß ich jetzt schon. Ja, einen kriegen wir noch raus. Einer ist noch drin. Nehmen wir nochmal so ein paar raus da. So. Weil den Fisch hätte ich noch gerne. Und dann schauen wir mal, was der bringt. Wir haben jetzt etwas... Ja, wir haben Hunger 44. So. Erstmal löschen. Kann ich das eigentlich umplatzieren? Naja, ist ja auch egal. So, dann lass mal gucken wegen Essen. Also, 6 gebratene Cooked Fish Perfection. Und hiervon haben wir 3. Kann ich... Probier mal Essen, wir achten mal. Hoi! Das bringt auf jeden Fall sehr viel. Und wir haben ja immer noch 6 auf Tash. Sehr schön. Gut, ich würde mal sagen, was können wir denn noch bauen? Der Brunnen wäre natürlich auch sehr nice. Lass uns den Brunnen vielleicht bauen. Before uses manual water source for farming. Können wir mal machen, ne? 12 Fasern haben wir, 50 Holz und 20 Stein. Ich würde aber tatsächlich sagen, bevor wir weiterbauen, wir organisieren erstmal weiter Stein. Wir brauchen nämlich jede Menge Stein. Deswegen würde ich das machen, dass wir noch ein bisschen farmen. Ist jetzt nicht so spannend, ich weiß. Und ich würde auf jeden Fall auch noch mal zur Stadt reisen, um mal zu gucken, ob wir da irgendwie eine Quest annehmen können. Oh, Krabben, hallo. Ich weiß gar nicht, ob wir... Haben wir nicht sogar eine Quest schon angenommen? Aber ich weiß nicht, wo wir die hätten. Das ist nur das Menü, ne? So. Ach ja, wir mussten ja auf der... Oh, warte mal, hier ist die Karte. Genau, wir haben ja diese Höhle gefunden und haben ja diese Dinger hier irgendwie aktiviert. Da war ja was. Stimmt. Das hatten wir ja gemacht gehabt. Aber, naja gut. So, safe. Safe, safe, safe. Save the game. Kein Stein hier? Das war komisch. Manchmal leckt es noch ein bisschen. Ich weiß nicht warum, weil vielleicht zu viel... Oh, hier, Clay. Weil zu viel los ist auf dem Bildschirm. So. La, 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 la. Das ist voll das Entspannungsspiel, kann ich euch sagen. Das macht mega Laune. So. Ja, ärgerlich mit Night of the Dead, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh, eine Kiste? Bin ein bisschen enttäuscht. Ach, die hätte, glaube ich gebaut, ne? Kann das sein? Kann ich die abreißen? Ja. Ich glaube, hier sind wir gestartet. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte es gerne weitergespielt. Wie ärgerlich.
tut mir leid für euch, dass ihr nicht weitergucken könnt. Ich meine, ich hätte jetzt natürlich neu anfangen können. Ich habe ja in der letzten Folge ja gesagt, ich habe den Spaß verloren, dann jetzt komplett neu anzufangen. Weil wir hatten ja auch schon, man muss ja auch dazu sagen, wir hatten ja wirklich auch schon einige Ressourcen, ne? Und das jetzt wieder alles einsammeln. Ich meine, man kriegt viele Ressourcen, machen wir uns nichts vor. Aber jetzt erstmal wieder die Stadt finden und nach der Stadt müssen wir ja dann auch erstmal wieder die ganze Ressource sammeln. Wir müssen die Wand bauen und so. Und da habe ich irgendwie keine Lust drauf gehabt. Und da fehlt mir irgendwie der Spaß. Da jetzt wieder reinzukommen und alles, weiß nicht. Deswegen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse drum und seid jetzt vielleicht hiermit zufrieden. Das ist ja auch ein schönes Spielchen, was man so nebenbei gucken kann vielleicht. Und, ja. So befinden wir uns hier wieder bei Lenz Island.